Es geht weiter mit Let's Play Super Mario RPG The Seven Sages. Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen umgesehen, aber es ist eigentlich nichts mehr wirklich gefunden. Auch in der einen Quest mit dem Buch habe ich leider nicht gesehen, wer das braucht. Also ich habe doch schon mit so möglichst jedem gelabert und so. Aber ich habe dafür das hier gefunden. Das haben wir wohl, das habe ich irgendwie nie wirklich besucht oder noch mal kurz. Und hier sind jede Menge ganz deutliche Easter Eggs. Und auch das hier finde ich auch ziemlich geil. Und da ist eine sehr interessante Sache bei, nämlich der hier, dieser Fake Mario. So, here's the deal. You fight all the major bosses again, man. If you win, well, I give you a bunch of junk that'll help you take down the big bad, you know, the final boss. You're in? Das werden wir auf jeden Fall machen. Vielleicht braucht man das ja sogar auch, um wirklich eine Chance gegen die zu haben. Und genau, haben wir einmal hier die Piranha-Pflanze. Mit der geht's natürlich los. Die ist jetzt natürlich jetzt noch nicht sonderlich stark. Ich werde die auch einfach mit Fireballs angreifen. Ich würde viel. Ach so, das wissen wir ja. Er kommt trotzdem einfach mal alles an. Habe ich auch, glaube ich, damals so gemacht. Weil es macht jetzt nichts. Es macht ja nicht viel Schaden, das alles. Aber die ist bestimmt verstärkt, oder? So, dass sie ein bisschen mehr KP hat oder sowas. Also, das würde ich jetzt schon glauben. Oder? Ich würde auch nur so bei Sachen wie Fireball bleiben, weil ich eben auch noch nicht so viele MP dafür, FP meine ich, dafür verschwenden will. Okay, die ist schon mal tot. Jetzt also das Hauptteil. Dann töten wir jetzt nochmal alles auf einmal. Oder zumindest weitestgehend. Ja, man muss natürlich noch die anderen Rang noch mit kaputt machen. Die kriegt dann ja auch dadurch mit Schaden. Oder machen wir mal einen, ja, Super Fireball. Ach komm, oder ein Ultra Fireball. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Okay, und die kann absorbieren da. Was war das gerade? Auf jeden Fall kriegt sie jetzt auch wieder dauerhaft Schaden. Jetzt dadurch, dass sie ihr Hauptteil zerstört haben. Ja gut, jetzt ist nur noch sie übrig. Offen hat die. Sieht da also noch vier ab. Doof. Habe ich das am Anfang wieder nicht richtig gelesen? Alles komisch, obwohl ich hat doch immer ein bisschen mehr Schaden gemacht, oder? Nee, doch nur vier. Okay. Habe ich jetzt hier irgendwie Scheiße gebaut? 109, ja, okay, oder machen wir einfach so fertig. Ist aber auch schon direkt der nächste, wie es scheint. Das ist. Ah, der Gumbaron. Genau. Da kommt der bei auch eine Lachnummer. Da machen wir ein paar Super Jumps. Ich mache sogar Ultra-Jump, weil das kostet jetzt ja weniger. Und wenn er die Herrscher-Bosse kommt, kann ich auch mal Mr. L zeigen, wie der so drauf ist. Naja, aber wirklich viel können die jetzt auch nicht. Jetzt machen aber schon ordentlichen Schaden. Also wenn wir auf jeden Fall jetzt schon bessere Karten haben gegen die Endbosse. Doch, die haben doch die da eindeutig verstärkt worden. Weil sonst wären die schon längst down. Aber na gut, kommt so viel ziehen die ja nicht ab, also kann ich ja hier mit allem einschlagen auch. Die 26, das ist ja jetzt nicht mehr viel. Man ist mal bedenkt, dass da welche teilweise über 100 abziehen. Da kann man ja das ja locker verkraften. Locker. Wäre schön, wenn es ein bisschen schneller vorangehen könnte. Ja, also wenn du so ein bisschen schneller sterben würdest, wäre schön. Würde ich sehr nett finden. Okay, ich weiger ab. Ja komm, es sollte aber langsam mal down gehen, ne? Ne, ja, sei doch mal so nett. Okay, ich weiger ab. Guck mal, es sollte aber reichen, Mensch. Ja, die sind ordentlich gepusht worden. Eindeutig. FP Max. Nice.
Ja, okay. Auch der ist down. Jetzt kommt... Ah, der. Lucky, nice. 130 Gold. Jetzt würde ich mal langsam die Sage Power nehmen. Um uns alle, ja, eindeutig, um uns alle mal aufzuhalten. Ach ne, jetzt ist ja an Luigi gerichtet. Stimmt. Moment mal. Warum kann ich jetzt... Hä? Warum kann ich jetzt gar nichts benutzen? Dann muss ich das anders machen, und zwar mit Mario Party. Mal Megaschwung. Ach, nun, da habe ich auch mehrmals gefunden, ja. Dann nehmen wir mal Mario Party. Ja, 4 nehme ich noch für den Boss 3. Ich glaube, sind wir wieder bei der Sache. Und hier können wir auch den Air Raid sehr gut benutzen. Sehr gute Attacke, nämlich. Hier habe ich dann noch ein Bash. Von ja noch ein Bowser Bash. Oh, dieses hier. Ach, stimmt, das sind da. Die fliegen ja. Scheiße. Ist ja sowas wie ein Erdbeben und der fliegt ja. Verdammt. Dann nutzt jetzt aber die Macht von Mr. L und werden jetzt mal die geilste Attacke ever benutzen. Nämlich diese hier. Die ist so geil, die Attacke. Stimmt. Und das haben wir euch alles. Jetzt mal schön 3 Raketen und ja. Aber das reicht nicht für einen einzigen. Deswegen Air Raid und jetzt werden die langsam sogar stärker. Achso, ist die 3 kleinen, die sollen langsam mal downen. Die können doch ein Problem werden sonst. Ah, ne, das mache ich jetzt nicht. Ich mache nochmal den Bowser Bash. Ach, bin ich dumm? Jetzt fällt es mir gerade mal wieder ein. So vor 2 Sekunden habe ich es eingesetzt. Hey. Okay, es ist abends. Okay, nehme ich jetzt mal als Ausrede. Es ist abends. Ich hatte heute einen harten Tag hinter mir gehabt. Ich nehme es jetzt einfach als Ausrede, ne? Okay, die 3 sind schon mal down. Sehr gut. Dann mache ich jetzt mal einen Water Blast. Der macht wieder Sandsturm, verdammt. Was hat. Was passiert jetzt nichts? Dann wurde wieder unterbrochen, ne? Achso, Mario ist tot, deswegen. Scheiße. So haben wir jetzt hier noch einen Live-Schwung, wenn. Ja doch, da haben wir noch welche. Wenn wir überhaupt noch welche hätten jetzt. Aber haben wir ja noch. Zum Glück. Mario könnte jetzt eine Sage Power mal nehmen. Aber dafür müssen wir ja volle. Wir müssen ja dafür ja alles voll haben. Ach nein, ich würde eigentlich andere Attacken machen. Na egal, die ist ja trotzdem gut. Aber Bowser ist schon. Ja, der ist verdammt angeschlagen. Heißt das im Klartext, wir müssen nochmal Mario Party am besten nehmen oder gleich die Sage Power. Und auch die werde ich jetzt auch nutzen. Komm, Luigi, komm schon. Komm am Zug oder Bowser. Und diesmal denke ich dran. Diesmal werde ich einen Bowser Bomber benutzen, weil jetzt ist er ja sowieso nur noch alleine. Aber der wird bestimmt jetzt auch wieder massig ja, an Stärke haben. Und auf jeden Fall viel mehr KP haben. Oh yeah. Bang, bang. Bang, bang, ja, mal gut. Und ein Ultra Jump von Mario. So gehört sich das ja auch. Doch, okay, der ist schon down. Oh. Und ist auch, die geben ja auch alle schöne Erfahrungspunkte nochmal. Ach, das Viech. Seasmog. Genau. Okay, drückt das mal. Ja, alle. 10 Mal. Okay, ein Ultra Jump hätten wir dann mal. Bowser Bomber. Das macht einen sehr guten Schaden auf jeden Fall. Und Luigi kann nochmal seine. Hä? Achso, jetzt kann ich sie ja auswählen. Wollte das sagen, hör, wo ist denn das Auswahlfenster? SP Max, nice. Das ist echt mal das Beste, was passieren kann, neben HP Max.
Obwohl FP Max manchmal sogar besser ist in manchen Situationen. Und wir machen mal Broket. Wohl funktioniert das mal unter Wasser überhaupt? Ja, wie es scheint, ja. Okay, also den machen wir auch ziemlich gut fertig bei den Attacken hier. Alle 100 plus abziehen. Und ja, langsam müssen die FP mal wieder auffüllen. Mache ich jetzt auch mal. Aber dafür haben wir auch schon Items bekommen. Zum Beispiel. Das haben wir ja so oft, das werde ich jetzt auch mal einsetzen, einfach mal. Hat sich auch gelohnt eigentlich. Auch Bowser kann das mal gebrauchen. Na, und jetzt können wir da ordentlich zusetzen mit einem weiteren Ultra Jump. Ja, das ist schon ein echt guter Damage auf jeden Fall. Und der selbst schneidet jetzt nicht so gut ab. Also haben wir schon mal einen sehr guten Vorteil. Oder dann auch mal tot gehen kann bei den Schaden, den wir hier fabrizieren. Man denkt halt direkt ein Bowser Bomber. Was ist so viel Schaden, den wir hier machen? Das wird der doch bestimmt schon mindestens 1000 Schadenspunkte bekommen. Beziehungsweise 1000 KP verloren Schadenspunkte. Hört sich in RPGs immer etwas komisch an. Weil er steht immer noch. Und immer noch. Und immer noch. Oh. Okay, ich muss Luigi noch mal ein bisschen heilen. Sowohl KP als auch FP. Und ja, er. Er steht immer noch, das war natürlich klar. Ach Mann. Ach komm, jetzt auch noch. Das muss jetzt so viel Schaden machen, dass er jetzt stirbt, oder? Ja, tut er auch. Mario Party 3 gefunden, sehr gut. Scheint ja gut zu laufen und. Jetzt kommt der Jub, der war eigentlich nicht so schlimm, glaube ich. So ich das nur in Erinnerung habe. Was? Hyper Charge? Sag bloß, er kann neue Attacken. HP Max, ey, wie nice! Aber trotzdem werde ich meine Sage Power benutzen. Einfach mal zur Sicherheit, weil. Weil man weiß ja nie, was er jetzt einsetzen kann für krassen Scheiß. Dann müssen wir jetzt mal kurz die FP mal wieder heilen. Oh, da habe ich dann echt nicht mehr als diese Gummnuts. Echt nicht? Na gut, dann muss ich eben diese hier benutzen. Erstmal ist für Luigi, weil der im Moment am wichtigsten ist. Mit den ganzen Spezialattacken. Ja, 100 Schaden. Macht doch nichts, wir haben dafür das hier. Ich muss auf jeden Fall mehr MP heilendes mir besorgen. Das hätte ich auf jeden Fall ja noch mitbedenken sollen. Okay, das hat auch nicht viel gebracht, eigentlich so gut wie gar nichts. Verdammt. Ich hätte jetzt ja auch einmal failen wegen MP, wegen FP Knappheit. Das wäre Golden. Mario Party 4 auf keinen Fall. Dann nehme ich das hier nochmal. Das war hier nochmal etwas halt, dass wir so ein, zwei Spezialattacken mal raushauen können. Und ich hab's einfach mal Wailor ab. Wollte Nein sagen, hab's aber falsch ausgesprochen, du Idiot. Oder dass wir mehrmals FP Max bekommen. Das wäre jetzt auch noch sehr praktisch. Der Charge da schon wieder irgendwas. Das heißt wahrscheinlich nichts Gutes. Mit 600 Schaden. Deswegen werde ich jetzt auch bei der Koopa Claw bleiben, weil die jetzt nicht so viel verbraucht. Oder den Super Jump jetzt einfach nur. Obwohl, das war schon sehr viel weniger Schaden. Also Ultra Jump muss schon gemacht werden. Lohnt sich das einfach nicht. Der Charge wieder. Aber dafür werden wir wieder Broket benutzen.
Doris hat eine sehr hohe Verteidigung, wie es scheint. Deswegen könnte es noch ein bisschen dauern. Na komm dann, und machen wir schön 98 Schaden. Obwohl sich ja jeder fragt, ob der nicht geisteskrank ist, was er ja auch ist. Und ja, jetzt müsste ich wirklich mal wieder ein Mario Party benutzen, bevor er wieder seinen Hyper-Charge da macht. Aber zuerst werden wir nochmal Brocat benutzen und Mario wird dann in Mario Party einsetzen. Vielleicht spielt er jetzt ja auch. Nö, natürlich nicht. Mario Party 3 nochmal, komm. Ist so eine Art Notsituation. Zur Not können wir uns das alles wieder neu holen und Geld kann man sich ja immer wieder farmen. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Denn wir haben jetzt halt schließlich ja diesen Secret Shop gefunden. Deswegen ist es eigentlich doch kein Problem, wenn ich jetzt hier die ganzen geilen Items verwende. Denn vielleicht, denn das, was wir bekommen, wird bestimmt ziemlich nützlich sein, wenn das schon so gesagt wird. Da auch. Aber auch er steht immer noch. Es ist unfassbar, wie viele KP die alle haben. Geht 85 Schaden. Oh, Luigi hat nur noch 14. Deswegen wird er... Scheiße, das reicht nicht. Er macht trotzdem nochmal Brocat und Mario wird ihn dann sofort heilen. Machen wir erstmal so weit, wir brauchen einfach die Stärke von Luigi im Moment. Und so. Bei Mario kann nur komischerweise die Safe Power benutzen, weil sie billiger ist bei ihm. Pokémon, ich check das immer noch nicht genau, wie das berechnet wird. Ich glaube, das kommt auf die Gesamtanzahl der FP an, die man hat. Und dann wie bei Mario, ich glaube, durch seinen Sweet werden die, glaube ich, halbiert oder so. Und deswegen kann er eben mehr. Jetzt machen wir das hier. Ja, doch ein bisschen stärker noch. Brocat. Und Ultra Jump. Und obwohl wir immer wieder guten Schaden machen, reicht es einfach nie aus. Aber wir sind auf jeden Fall noch sehr gut im Rennen. Wir haben noch hier noch viermal Mario Party 4, das alle komplett heilt. Ne, dreimal meine ich noch. Auch das ist ja auf jeden Fall mehr als ausreichend. Ja, das noch direkt hinterher. Also das ist echt immer unfassbar, so wie viel man da einsetzt, dass sie trotzdem einfach nicht tot gehen. Deswegen nochmal Brocat. Ultra Jump. Oh! Weiger ab. Komplett reicht das ja. Nice. 200 Schaden, es hat gereicht. Oh, du hast doch keine Erfahrungspunkte. Oh, der ist schon direkt am Anfang zu siebt. Ich habe keine Scheiße, wir haben keine. Obwohl, wir haben noch einen Blitz oder sowas. Das ist irgendwas, irgendein Item, das vielleicht alle trifft. Das wäre nämlich ziemlich geil. Ja, gut, das bringt jetzt nicht viel. Dann muss ich mal noch ein Item, vielleicht so ein Blitz oder sowas. Oder das hier machen wir mal. Ja, das ist doch mal ein guter Schaden, schon mal für den Anfang. Und nur einen Gegner. Was soll das jetzt für alle Gegner? Und vor allem auch noch Fireflower. Oha, das, ey, das macht ja voll den geilen Schaden. Wir benutzen jetzt noch das hier. Er ist wie voll die Clowns-Musik so ein bisschen. So, daran erinnert mich die irgendwie. Ich muss auch unbedingt mal das originale Paper Mario spielen. Weil vieles hier von dem Spiel kommt ja aus dem originalen Paper Mario. Aber ich habe es wirklich nie gespielt. Also es war zwar so in meiner Altersgruppe, aber ich hatte als Kind eben nie eine N64 gehabt, leider. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass es viele Spiele gibt, die ich hier unbedingt nachholen will. Oh, Bowser ist tot! Oh, hätte ich mal drauf achten sollen. Und da gehört auf jeden Fall Paper Mario, überhaupt die ganzen Paper Marios zu. Und dann haben wir eigentlich auch schon fast alle. Dann, ich glaube, danach kommt nur noch Crucius und dann haben wir alle, ne? Ne,
auch nochmal Item Live Schuh, müssen wir noch einen haben, hoffentlich. Doch, gut, der letzte. Ist auch bloß Bowser auswählen. Das ist schon echt krass. Hier dafür ausdenken. Wir nehmen nochmal eine. Hä? Wo ist jetzt die Fireflower? Da unten, ne? Hä? Ach da! Ach, Idiot. Ich bin einfach mal irgendwie komisch. Ach, dass nicht immer die Klone down gehen. Die haben ja eigentlich nicht viele KP. Das ist schon echt hart. Da macht man schon so Angriffe wie diesen. Ja, was auch mal direkt Mario tot machen und ja, scheiße, was machen wir jetzt? Wir können höchstens. Ja, wir können höchstens Folgendes machen. Ja, dieses Item opfern, das ich eigentlich für den Endkampf unbedingt noch haben wollte. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Deswegen werden wir jetzt mal. Boah, scheiße. Aber das Schlimmste ist immer noch das Original eigentlich. Das ist der Allerschlimmste. Okay, dann machen wir nochmal eine Fireflower. Mario wird dann jetzt mal seine normalen Attacken machen und Luigi auch gleich, weil wir werden vielleicht auch mal die FP erhöhen. So, Mario, du. Nee, das ist ja Luigi, Mann. Komm ich auch immer nicht durcheinander. Aber Mario wird jetzt Air Raid machen. Weil das hoffentlich ein bisschen stärker ist. Okay, ein bisschen stärker, aber es hat nicht so viel gebracht, leider. Aber trotzdem, wir machen damit auch immer wieder dem Original noch Schaden. Und jetzt wird es gleich mal Zeit für Mario Party. Und das werde ich jetzt. Gut, dass er jetzt nur Multipli macht. Multiply oder so. Denn wir werden jetzt Mario Party 4 nutzen, um alle zu heilen. Und jetzt werden wir mit unseren Mega-Attacken starten. Das ist, glaube ich, echt der beste Ausweg. Ich werde offscreen sowieso noch mal ganz viel trainieren und Geld haben, dass wir noch mal die besten Items kaufen können. Ich muss auf den letzten Kampf noch mal vorzugreifen eben. Okay, die meisten Klone sind schon weg oder zumindest ein Großteil. Dann wird jetzt der Rest noch folgen. Und ja, komm. Gut, noch mehr sind weg. Und um den Rest wird sich jetzt Bowser kümmern. Und um das Original natürlich. Okay, jetzt macht er wieder langsam wieder neue, aber so schnell wird daraus nichts. Sehr gut, jetzt können wir nochmal nämlich den. Lass wir mal den Robot Blast machen, weil der hieß, habe ich leider nicht gelesen, den Namen. Ja, das sind jetzt wohl die letzten Klone, die er erschaffen hat. Und sehr gut, jetzt sind wir nochmal stärker. Aber trotzdem, das Original kriegt ja immer wieder Schaden dabei und es kommt nur noch auf das Original an, dass es zerstirbt. Dann sterben die Klone ja alle mit. Und jetzt geht's ab. Was? Null? Okay, achso, das zählt als Schweben. Okay. Mir ist, wenn ich das gewusst hätte. Ich dachte, die sind noch so auf dem Boden, so halb. Aber wird als Schweben anerkannt. Noch mehr tot, schade. Und es kommt noch ein weiterer dazu. Guten Abend. Ja doch, Robot Blast war das. Aber auf jeden Fall ist es angenehmer als am Anfang, wo da alle 8 oder 7 Klone da auf einmal waren. Komm, Bowser, mach du noch mal was. Diesmal wird er aber Koopa Brief machen, obwohl wie viel es so abzieht. Ja, nicht so viel. Da werden wir den Fireflowers bleiben. Aber Air Raid ist ziemlich gut irgendwie. Und sehr gut, ein weiterer Klon ist down. Ich denke, das ist auch jetzt hierbei die Taktik, einfach möglichst alles zu treffen. Und jetzt kommt er damit wieder. Aber wir haben noch sehr viele KP, dann sowieso schon lange nicht mehr angegriffen. Aber lange kann das auch nicht mehr durchhalten, oder? Ja,
okay, dann baut das halt nächstes Mal, dann wird er wieder die Fire Flower benutzen. Denn die müssen wir sowieso mal benutzen und seine Spezialattacken sind jetzt hier gerade nicht so geeignet. Sehr gut, ein weiterer Klon ist tot. Ist also nur noch einer übrig. Und er selbst eben. Ja, machen wir das noch etwas, ein bisschen schneller werden. Und nochmal Air Raid. Natürlich hätte ich das wieder am Anfang machen sollen, das wäre schlauer gewesen. Das wäre viel schlauer gewesen. Hätten wir umso öfter auch angreifen können. Oh, jetzt holt er sich ja Verstärkung dazu. Aber daraus wird nichts. Aber wenn ich das hier verkacke, ne, dann werde ich traurig. Dann werde ich richtig traurig. Ich glaube, dann würde ich heulen, ganz ehrlich. Ach, guck mal, jetzt muss der langsam mal dann weg sein. Das muss mal ein weiterer Klon mal wieder. Ja, danke. Trotzdem werde ich vielleicht mal Mario Party mal wieder opfern, denn danach haben wir nochmal. Genau deswegen. Weil ich mir dachte, immer mal mit der Bowser mal wieder angreifen. Ach. Müssen wir doch noch mal das hier benutzen. Mensch, die wollte ich alle eigentlich noch benutzen auf den Endkampf. Mann. So, dann noch mal Fireflower. Obwohl, langsam macht das auch nicht mehr so viel Schaden, hab ich langsam das Gefühl. Und ich hasse diese Attacke. Deswegen macht er sie auch so oft. Okay, Luigi braucht jetzt schnell eine Heilung. Die bekommt er jetzt auch von Mario. Ja, gehen wir mal das hier machen. Wie viel halt es? Okay, es ist zufriedenstellend. Auf jeden Fall kann er jetzt wieder mitwischen. Und jetzt muss Mario sich selbst aber heilen. Und das muss Luigi eben für ihn machen, den Job. So. Und jetzt können wir nochmal angreifen. Okay, der ist down. Jetzt noch der Klon. Den können wir jetzt auch wieder mit normalen Attacken zerstören. Ja, müsste jetzt ja auch schon ziemlich angeschlagen sein. Ja, komm. Ich will nicht ewig warten. Auch hier nochmal einen Ultra-Jump. Na gut, ich glaube, den hat er auch kurz vor seinem Tod ja noch gerufen. Deswegen hat er noch viele KP noch. Da ist es ja doch einigermaßen verständlich. Obwohl ich hier noch mal ein paar Fireflowers benutzen, weil die MP will ich eigentlich noch sparen. Die FP. Und nochmal. Aber der hält schon viel aus. Ganz ehrlich. Aber hier ist jetzt ja down. Hast du hier keine Erfahrungspunkte bekommen? Und tatsächlich jetzt auch noch mal Crucius. Na gut, der war aber schon schwer. Der war hart. Und er hat Mario direkt pulverisiert. Verdammt. Ja, können wir nur das hier für ihn benutzen. Danach würde ich direkt Mario Party benutzen am besten. Oder erstmal eine Sage Power. Das Beste, was wir jetzt machen könnten. Oder? Obwohl ich mache erstmal hier. Erstmal ein bisschen Schaden auf jeden Fall. 110. Und jetzt müssen wir. Scheiße, Mann! Ich will nochmal zum Zug kommen! Ich habe nichts mehr zum Wiederbeleben, oder? Habe ich echt gar nichts mehr? Oh, nee, oder? Habe ich alles aufgebraucht? Dann bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss jetzt Mario Party 4 benutzen, um dann zumindest Mario und Bowser zu heilen. Das lieber, dass wir es dann in den Kampf noch schaffen können. Das ist ja voll scheiße. Dann Sage Power. Folgende.
Naja, jetzt werden wir wenigstens immer wieder geheilt nochmal. Ach, jetzt vielleicht die andere einsetzen wollen. Naja. Dann müssen wir eine weitere Sage Power benutzen. Und zwar eine, die das Stats erhöht. Genau. Das ist natürlich jetzt immer noch nervig, aber wir haben auch genug HP. Jetzt hat nämlich Bowser durchstarten. Aber nicht, wenn er zweimal hintereinander angreifen kann. Allein das ist schon sehr übertrieben. Ja, doch, Ultra Jump. Okay, Raider up, nice. Jetzt will ich ja mindestens 200 Schaden sehen. Okay, 122, na gut. 104, schade, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Wegen der Sage Power auch noch. Okay, wird Zeit für ein weiteres Mario Party. Das letzte schon. Oh Gott. Oh, ich glaube, wir schaffen es echt nicht. Aber ich versuche mal, versuche das Beste draus zu machen. Aber ich habe langsam echt die Befürchtung, dass es einfach zu unwahrscheinlich wird. Denn Crucius ist halt wahrscheinlich sehr viele KP haben. Oder es wird richtig knapp. Denn auch Bowser muss jetzt wieder ja, stark geheilt werden. Aber wir haben ja das hier dafür. Und die haben jetzt auch Luigi wieder zu begeben. Das, hä? Ich habe Bowser ausgewählt! Es ist aber irgendwie. Warum kann ich jetzt nichts machen? Hä? Und. Ey, das schmeckt jetzt echt nicht. Ich habe Bowser gerade ausgewählt. Hä? Moment, oder bin ich manchmal echt so blöd? Da stand jetzt FP, ne? Ich stelle mich so manchmal so doof an in diesem Spiel. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin manchmal so naiv in diesem Spiel. Oh. Nee. Genau, hier habe ich als letztes gespeichert. Ach, wir machen es so. Ich werde jetzt erstmal offscreen mehr trainieren. Ich glaube, mindestens Level 70 ist da angebracht. Also trainieren. Dann werde ich bessere Items kaufen. Die Items haben wir jetzt wenigstens wieder. Und dann werde ich am Ende nur noch zeigen, was wir bekommen. Weil die Bosse kennt ihr ja. Und ich will nämlich im nächsten Part gerne dann auch das Finale dann endlich mal zeigen. Ne, das ist ja so krank. Deswegen würde ich sagen, also es wird erstmal ein bisschen für mich was offscreen erfolgen müssen. Ich hoffe, dass ich das dann noch regelmäßig dann auch hinbekomme. Naja, und sonst sehen wir dann halt uns im nächsten Part erst wieder. Würde ich sagen, bis dann.